Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und 8 Enkelkinder. Und ich bin Unternehmer in der 3. Generation mit großer Freude und mit großer Passion. Und ich bin Handwerker, auch in der 3. Generation und ebenfalls mit großer Freude und Passion. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang mit Lebensmitteln beschäftigt. Und hier insbesondere mit den Lebensmitteln, die vom Tier stammen. Fleisch, Schinken, Würste. Und ich schreibe heute das Wort Lebensmittel, Lebens-Mittel, um damit kundzutun, dass Lebensmittel uns Leben vermitteln müssen und nicht nur einfach satt machen müssen. Und ich habe viel darüber nachgedacht, was ist das eigentlich, ein Lebensmittel? Und was ist das eigentlich, das uns Leben vermittelt? Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Sie ist wissenschaftlich wahrscheinlich überhaupt nicht zu beantworten, da wir schließlich nicht wissen, was Leben ist. Aber ich habe zumindest eine Ahnung davon bekommen, was man nicht tun darf, um das Leben in den Lebensmitteln zu stören oder gar zu zerstören. Dass man also gehalten ist, möglichst nah an der Natur zu bleiben, Lebensmittel im Einklang mit der Natur zu erzeugen, nicht zu produzieren. Und die Natur ist sehr weise, die weiß ganz genau, wie eine Pflanze beschaffen sein muss, aus einem guten Boden herauswächst, damit diese Pflanze ein Lebensmittel für uns ist und ein Lebensmittel für die Tiere, die wir dann hinterher essen. Ich habe dann 30 Jahre meines Lebens habe ich damit zugebracht, als Unternehmer dem Fortschritt zu dienen, was ich als Fortschritt hielt. Und ich habe meine ersten Impulse bekommen, als ich mit 25 Jahren, das war 10 Jahre nach dem Krieg, in Amerika war und fasziniert war von dem, was ich dort gesehen habe. Und dann habe ich 35 Jahre lang immer an vorderster Front und immer als Pionier das Lebensmittelhandwerk, also mein Metzgerhandwerk, transformiert in eine Industrie. Und immer mehr und mehr Maschinen sind dort eingezogen, immer mehr und mehr Elektronik ist dort eingezogen und immer mehr und mehr Automaten sind dort eingezogen. Heute sage ich, Essen ist unser Schicksal. Je nachdem, ob wir lebendige Lebensmittel zu uns nehmen oder einfach nur tote Nahrung essen. Essen ist aber auch unser Schicksal, je nachdem, ob wir dabei achtsam mit der Natur umgehen, die uns die Lebensmittel schenken, oder ob wir ausbeuterisch und zerstörerisch mit der Natur umgehen. Schicksal ist nicht unabwendbar. Man kann sein Schicksal auch in gewisser Weise verändern. Wir haben uns in den letzten 35 bis 40 Jahren die Welt der Lebensmittel so eingerichtet, wie sie heute ist. Und wir sehen heute die Grenzen und die Gefahren. Wir können das auch wieder ändern. Immer mehr Menschen auf dem Planeten Erde wollen immer mehr Fleisch essen. Gemeinsam werden wir die Erde kahl fressen. Da besteht gar kein Zweifel. Wir sind heute 6,7 Milliarden Menschen und 20 Milliarden Tiere, die wir ja alle gar nicht sehen, weil sie irgendwo weggesperrt sind. Und die Prognosen lauten, dass wir in 30 Jahren mindestens 9 Milliarden Menschen sind. Und dann werden wir nach den Prognosen 40 Milliarden Tiere sein. Und da besteht gar kein Zweifel, gemeinsam werden wir die Erde kahl fressen. Und im Laufe meines Lebens hat sich die gesamte Lebensmittelwirtschaft, die Landwirtschaft und die Lebensmittelerzeugung vom Handwerk in meiner Jugend, und in meiner Jugend war
ja, nur das Handwerk da. Es gab keine Industrie. Es gab auch keine Ernährungswissenschaft. Die Lebensmittelerzeugung war ökologisch, weil es die ganzen Segnungen der Wissenschaft, das Kleingedruckte auf den Etiketten, noch gar nicht gab. Und alles war handwerklich und alles war regional, weil man gar nicht weit transportieren konnte. Und innerhalb von kurzer Zeit haben wir die Dinge von den Füßen auf den Kopf gestellt. Und heute ist die gesamte Lebensmittelproduktion hochspezialisiert. Tiere werden in großen Fabriken produziert wie technische Güter. Sie werden in riesengroßen Fabriken hocheffizient an Fließbändern getötet. Man kann nur staunen vor der Technik, die da heute angewendet wird und auch von der Hygiene. Aber wenn man genau hinguckt, dann stellt man sich die Frage, was ist denn eigentlich mit den Menschen, die in diesen Fabriken arbeiten? Das sind doch auch Roboter geworden inzwischen, die ja, genauso wie die Roboter arbeiten, nur noch einen Handgriff kennen und gar nicht mehr verstehen, was in diesen riesengroßen Fabriken passiert, auch nichts mehr gelernt zu haben brauchen und die sich eigentlich dann immer die Frage stellen müssen, was tue ich denn da eigentlich, was mache ich? Und ich sage heute, der Mensch ist in diesem System abhanden gekommen. Wenn ich an meinen Vater denke und an meine Jugendzeit, dann erinnere ich mich, dass er immer gesagt hat, bei mir, in meinem Unternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich würde heute hinzufügen, und nicht der Automat für Automatenmenschen. Und heute nennt man das Corporate Social Responsibility. Und mein Vater sagte das ganz einfach, bei mir in meinem Unternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht die Maschine. Und Lebensmittel, das ist meine Erfahrung, ist eine Veranstaltung von Menschen für Menschen. Landwirtschaft ist primär eine kulturelle Veranstaltung. Wie gehen wir mit dem Boden um? Wie gestalten wir unser Land, unsere Landschaft? Das ist nicht primär eine technische Veranstaltung, sondern eine kulturelle Veranstaltung. Nicht? Denken Sie an das lateinische Wort colere, das in der Deklaration endet, mit Kultus und hat drei Bedeutungsebenen. Die unterste ist pflügen. Haben Sie das gewusst? Und die mittlere Bedeutungsebene ist pflegen, achtsam umgehen. Und die oberste Bedeutungsebene des Wortes Kultur ist anbeten und verehren. Ich denke, wir haben ganz einfach das menschliche Maß verloren. In diesen riesengroßen Tierfabriken und in diesen riesengroßen Tötungsfabriken, wir haben das Maß verloren. Ich erinnere an das wunderbare Buch von Emil Schumacher, vor, ich glaube, vor 30 Jahren, Small is Beautiful, oder die Rückkehr zum menschlichen Maß. Und in Salzburg hat einmal ein berühmter Nationalökonom gelebt, Leopold Krohr, von dem der berühmte Satz stammt, wenn etwas falsch ist, dann ist es groß. Wenn wir hören immer von Politikern und von Wirtschaftlern, was wir brauchen, sind Innovationen. Innovationen. Und wenn man genau hinfragt, dann stellt man fest, dass die Damen und Herren unter Innovation fast ausschließlich technische Innovationen verstehen. Also beispielhaft das Handy, das noch schneller ist und noch mehr kann. Aber ich denke, was heute angezeigt ist, das sind soziale Innovationen. Wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Und wie gehen wir miteinander um? Oder kulturelle Innovationen, wie wollen wir unsere Welt gestalten, in der wir leben? Und wenn Sie die Welt betrachten, so wie sie heute ist, da ist, wenn man genau nachdenkt, doch manches zu kurz gekommen und muss geändert werden.
Und wie immer, wenn etwas zu groß geworden ist, und das ist Geschichte, dann gibt es irgendwo Leute, die sagen, dann fangen wir halt klein und bescheiden wieder von vorne an. Und ich denke, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir wieder klein und bescheiden, aber gut. Und so, dass die Arbeit wieder Freude macht, dass man die Arbeit wieder verstehen kann, die man macht, dass man nicht wie ein dressierter Affe nur noch einen einzigen Handgriff macht und gar nicht mehr weiß, was da geschieht. Ich habe vor 4 Wochen in Salzburg, als ich mit meiner Frau zu den Salzburger Festspielen war, ein Buch gelesen, Jonathan Safran Foer, Tiere essen. Ein amerikanischer Philosoph bekommt einen Sohn und er fragt sich, was gebe ich meinem Sohn zu essen? Das Buch hat mich außerordentlich fasziniert, obwohl ich alles weiß, was darin steht, weil es gute Literatur ist. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, Dorothee, ich muss noch mal mit meinen 80 Jahren eine Entscheidung treffen. Wenn ich unterwegs bin in irgendeinem Hotel oder in einem Restaurant und ich weiß nicht, was da auf dem Teller liegt und wo das herkommt, dann esse ich das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen. Dann bin ich Vegetarier. Ich habe es zwar leicht, das Vegetarier zu sein, denn wenn ich wieder zu Hause bin bei den Hermannsdorfer Landwerkstätten, dann habe ich Fleisch und Schinken und Würste vom feinsten und von der besten Geschmacks- und Gesundheitsqualität, die ich mit gutem Gewissen essen kann. Und ich hatte ein Buch geschrieben, vorher, tierisch gut, vom Essen und gegessen werden. Eigentlich müssten diese beiden Bücher nebeneinander liegen. Denn Jonathan Safran Foer klagt an, wie so unendlich viele Bücher, in denen immer nur wieder geschrieben wird, wie schrecklich das alles heute ist. Die Bücher werden mit großer Begeisterung gelesen und alle stimmen dann ein in den Gesang, wie schrecklich das heute alles ist. Aber damit ist ja nichts geändert. Da muss man doch mal überlegen, was kann man denn tun, um das, was einfach schiefgelaufen ist, da wo wir vom rechten Wege abgekommen sind, was kann man denn tun, um das zu verändern? Ja, da muss man sich gefälligst die Ärmel hochkrempeln und da muss man sich in die Hände spucken. Und da muss man wieder klein und bescheiden, aber gut und mit Freude, und dass man das verstehen kann, wieder von vorne anfangen. Und das beschreibe ich hier, wie man auf einem kleinen Stück Land Pflanzen und Tiere halten kann, in Symbiosen miteinander, mit dem Ziel, bestes Lebensmittel zu erzeugen und nicht die billigsten Lebensmittel, wo ganz andere Gedanken Platz greifen als unsere heutige Hochleistungs- und Hochpräzisionslandwirtschaft, wo die Bauern ja gar keine Bauern mehr sind, sondern eigentlich nur noch Anwender und Traktorenfahrer. Das alles kann man machen. Und dazu braucht man nicht so viel Platz, nicht so viel Land. Und dazu braucht man keine riesengroßen Investitionen, denn erstaunlicherweise ist die Erzeugung von Lebensmitteln etwas, was man fast noch mit seinen eigenen Händen machen kann. Man muss nur den Mut dazu haben und sich die Ärmel aufkrempeln. Und dann zeige ich Wege, ich nenne das meine 4-Hektar-Vision, zeige ich Wege, wie man das anders und wie man das gut und bescheiden und mit viel weniger Technik und mit viel weniger ökologischem Fußabdruck machen kann. Ja, heute bin ich der Alte von Hermannsdorf und ich habe in meinem Alter nochmal mich neu aufgestellt, wie man das heute so schön sagt, und habe ein Planungsteam gegründet,
mit befreundeten jungen Fachleuten. Und ich gehe hinaus und sage, liebe Leute, wenn ihr meinen Rat haben wollt, dann helfe ich euch, das anders und besser zu machen, im besseren Einklang mit der Natur, mit der notwendigen Achtsamkeit gegenüber all dem, was uns umgibt, dem Boden, den Pflanzen, den Tieren und den Menschen. Und ich helfe mit, ein Wissen, das schon fast verloren gegangen ist, wieder in der Art und Weise, wie das heute gefordert ist, aber mit deutlich weniger Technik, den Menschen noch einmal vorzuführen. Und dabei geht es immer wieder um Ökologie. Und Ökologie heißt für mich Achtsamkeit mit unserem großen Haus, Oikos, griechisch das Haus, Logos, griechisch das Wissen. Das heißt, das Wissen im Umgang mit unserem großen Haus, das uns allen gemeinsam gehört und keinem von uns alleine. Niemand hat das Recht, dieses große Haus auszubeuten und zerstörerisch damit umzugehen. Das ist für mich heute Ökologie und das ist eine ganz bestimmte Haltung, eine ganz bestimmte Denkungsweise und eine ganz bestimmte Handlungsweise, wie ich mit all dem umgehe, was mich umgibt und wovon ich schließlich lebe. Das Zweite dabei ist wieder zurückzufinden zum guten Handwerk, zu der Handwerkskunst. Für mich ist gutes Handwerk Kunst, jeder Mensch ist ein Künstler. Und wenn man so arbeitet, dann muss das nicht Plackerei sein, wie das mal früher der Fall gewesen ist, sondern kann das sehr sinnvolle, sehr schöne Tätigkeiten sein, die Freude macht, die einem Genugtuung bringt, wo man den Sinn erkennen kann und abends mit gutem Gewissen in den Spiegel gucken kann. Es nützt nichts, immer nur zu jammern und zu klagen, was alles falsch gelaufen ist. Damit ändert man ja bekanntlich nichts, sondern man muss dann schon den Mut haben und auch Risiken eingehen, den Mut haben, selber etwas zu tun und bei sich selber anzufangen. Und das wollte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Dankeschön. Applaus